Politik auf TikTok ist ein Schlachtfeld. In Sorge zur Minderheit im eigenen Land zu werden. Und rechts außen hat die Oberhand. 2024 ist ein Superwahljahr. Gefühlt wird überall gewählt. Für die Rechtspopulisten sieht es dabei gut aus. Auf TikTok sind sie schon die Nummer 1. Ja, die posten halt Schminktipps und erklären einem dabei, wie man deutschnational ist. Sie reden dir ein, dass deine Vorfahren Verbrecher waren und du auch ein Verbrecher bist. Das Gegenteil ist der Fall. Du musst das fortführen, was andere für dich begonnen haben. Wir waren in den politischen Bubbles der Rechtspopulisten auf TikTok. Nicht nur am Handy. Wir haben uns auf den Weg gemacht, mit einem Haufen Fragen im Gepäck. Was passiert gerade auf TikTok? Hier sitzen die Faschisten! Schreibt einer zu mir, ich soll lernen, was Faschismus ist. Wer hält dagegen? Es kann nicht sein, dass die AfD das Internet ungehindert mit so einem Müll vollballert. Menschen auf TikTok, die sind nicht dumm. Man kann die auch inhaltlich abholen. Diese Plattform gehört nicht euch, das Internet gehört nicht euch. Lassen wir uns das nicht gefallen und holen uns das zurück. Was steht auf dem Spiel? Wir nehmen euch mit ins Rabbit Hole.